Ganz Österreich diskutiert die Frage, ob die dritte Piste des Flughafens Wien genehmigt werden soll oder nicht. Und dazu gibt es in den Medien schon ganz, ganz viele Äußerungen pro und contra dritte Piste. Aber worum geht es bei diesem Streit eigentlich aus rechtlicher Sicht? Und hat das alles dann auch noch Auswirkungen auf andere Genehmigungsverfahren in Österreich? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und das Verfahren zur dritten Piste des Flughafens Wien dauert jetzt schon länger als 10 Jahre. Und unlängst hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt entschieden, diese dritte Piste ist nicht genehmigungsfähig. Dazu muss man verstehen, das ist zwar ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, aber bei diesem Verfahren sind natürlich auch andere Genehmigungsmaterien mit anzuwenden, unter anderem natürlich logischerweise das Luftfahrtgesetz. Und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, nach dem Luftfahrtgesetz ist eine Interessenabwägung durchzuführen. Und da ist das Interesse am Klimaschutz bedeutend wichtiger als alle mit dem Flughafen Wien verbundenen positiven Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort oder für die Arbeitsplätze. Der Verfassungsgerichtshof hat sich das Ganze angesehen und hat nach 4 Monaten entschieden, das war alles falsch, was das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat. Er hat die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aufgehoben und hat gesagt, es gibt zwar internationale Klimaschutzkonventionen, Vertrag von Paris und Kyoto-Protokoll, und es gibt auch nationale Klimaschutzgesetze, aber die gelten alle nicht für den Flughafen Wien unmittelbar und außerdem sind sie im Luftfahrtgesetz gar nicht zu berücksichtigen. Im Luftfahrtgesetz geht es viel, viel enger nur um den Schutz der unmittelbaren Nachbarn. Welche Auswirkungen hat das jetzt für den Flughafen Wien? Deswegen ist die dritte Piste noch nicht entschieden und auch noch nicht positiv genehmigt, sondern das Verfahren geht zurück ans Bundesverwaltungsgericht und dieses Bundesverwaltungsgericht hat das jetzt halt neuerlich zu prüfen und da wird es noch die eine oder andere Hürde für die Genehmigung dieser dritten Piste trotzdem geben, trotz Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Hat das Ganze Auswirkungen auf andere Genehmigungsverfahren? Also ich denke hier an Verfahren, wo es auch um Klimaschutz geht, also sprich Wasserkraftwerke, Windenergieanlagen, also Anlagen, wo Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, also CO2-frei und wo man den Klimaschutz quasi als positives Argument ins Spiel bringt. Meiner Meinung nach wird das auch weiterhin möglich sein, weil diese Projekte ja nicht nach Luftfahrtgesetz, sondern nach anderen Rechtsmaterien zu genehmigen sind, die die Berücksichtigung des Klimaschutzes jedenfalls zulassen.